Ja, hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir die Festung von Fortigern gestürmt und wir hatten zwei Ziele. Erstmal sollten wir das Schiff finden und ein Signal für unsere Piratenkollegen hier abfeuern und jetzt müssen wir noch einen Schlüssel finden. Und wo bin ich jetzt hingegangen? Ich bin da oben schon hingegangen, ne? Schon wieder so verwirrt, ne? Meerestordach. Keine Ahnung. Boah, ich bin schon wieder so verwirrt. Und ja, weiß nicht. Roko hat so einen Rangezu Schwertkämpfer gesehen von den Exorzisten und hat ihn nett gebittet, sich selber mit seinem Schwert aufzuschlitzen, indem er ihm das Schwert reingerammt hat in den Körper. Und ja, haben wir natürlich alles nicht gesehen. Aber wir müssen jetzt... Ach, die sind miteinander verbunden, genau. So, da hoch sind wir gegangen, ne? Das ist erst vor 5 Minuten, aber ich bin schon wieder so verwirrt, ne? Das ist unglaublich. So, wenn da sind wir gekommen. Da können wir, glaube ich, nicht mehr zurück. Okay. So, wir müssen da lang. Sind wir schon auf einem halben Weg hingelatscht beim letzten Mal, aber dann habe ich gesehen, da ist ein Stern. Nee, da gehen wir lieber nicht hin. So, jetzt ist halt aber das Einzige, was wir noch machen können. Deswegen gehen wir jetzt dahin. Ne? Guter Plan, toller Plan, finde ich auch. Ja. Nein, ist noch eine Truhe. Da möchte ich bitte hin. Leiten ist auch das Ziel, merke ich gerade. Ein grünes Ausrufezeichen. Also ist da irgendein NPC, mit dem wir schnacken können. Wo bist du denn? Die Viecher in dem Spiel sehen ganz schön grotesk aus, ey. Ja, schon die einen Viecher, die mir im vorletzten Part begegnet sind, waren schon krass. Die mit den Gesichtern überall. Wart. Wupp. Okay, kommt man dahin? Von innen? What? Ah, okay. Akanai. Naka kara kagi ga kakatte. Kanari buatsui tobira da. Koko ga kanri shitsu janai ka? おそらくそうね。他に入り口は窓はあるが、鉄格子がかかってるな。独立した建物のようだ。周囲をくまなく回ってみよう。 Ja, ich frage mich auch, oh, wie war es damit? Nein, das war jetzt ein bisschen offensichtlich, finde ich. Und da kommen wir zur Truhe hin, ne? Okay, weg. Mal so ein Mini-Boss hier wieder abschlachten. Erdringen, hi. Also war alle durchgepasst, genau. Hier gibt's doch nur einen Raum, was? Das ist doch nur ein riesiger Raum. Das ist auch ein bisschen besessen von diesem Kompass, kann das sein? でも痛いのは怖い。そりゃ誰だってそうだけど。ベルベットも。それにしても変なものが好きよね、男の子って。好き。好きなんでしょ?よくわかんない。 でも本で見てからずっと不思議な感じがして、なんかドキドキする。うん、なんで針は北を向くんだろう。誰が動く仕掛けを考えたんだろう。これがあったら
いろいろなところを冒険できるのかなって思うと、ドキドキする。そういう時は言えばいい。好きか嫌いか、楽しいか怖いか。あんたは生きてるんだから。僕は生きてる。これは私の意見、命令じゃないから。いい？ わかった。鍵があったか。これで開門を開けられるな。羅針盤も必要だ。よく見つけた。うん。あ、sehr gut。これで準備は整った。Meine Beule auf den Kopf. 開門するぞ。 どこか具合でも悪いのか。羅針盤が落ちてきて、タンコブができた。あ、全然治んないな。おお、結構腫れてるな。こいつは痛いだろう。うん。でも僕は生きてる。痛みも生きている証と言いたいのか。ベルベットが教えてくれた。よし。 じゃあ、俺がそのタンコブを押してやる。え？冗談だって。バカやってないで、急ぐわよ。ここを落として船に戻ったら、砂糖をもらって昆布に塗りなさい。あれが引くわ。Zucker gegen Boy? Stimmt das? Sicher aufbewahren. Da fällt mir übrigens gerade was ein. Mauritz-Ori,って何なんだ? ダンダラチュラという雲から取った動物繊維を織った上質な生地だ。品位ある穂の花艶、赤子の肌のごとき滑らかな手触り、軽くて伸びもあり、通気性も耐久性にも優れている。だがそれだけではない。特筆すべきはこの生地の持つ衝撃吸収力で。あんたいろいろと詳しいんだな。知識と経験の裏付けが 宝の目利きに役立つ。奪った宝を何でもかんでも積み込めば船が傾くからな。なるほどね。というわけで羅針盤を入れておくにはその鞄は最適だ。ちゃんと閉まっておきなさい。大切なものなんでしょ。Sonst fress ich dich, wenn du den verlierst. Ja, da ist mir aber aufgefallen. Ich weiß nicht. Kann ich auch. Hier am Ausgang raus. Ja, aber der andere Raum, okay. Irgendwie habe ich von Zensierung in diesem Spiel gehört. Ah. Was das Intro angeht. Und ja, ich weiß jetzt auch, was damit gemeint ist. Ich tue ja mal hin und wieder so ein paar Informationen von dem Spiel holen. Zumindest zu dem Punkt, wo ich auch nur gespielt habe. Ich versuche natürlich alle möglichen Spoiler zu vermeiden. Aber ich habe gehört, die Intro-Sequenz von Tales of Berseria ist sehr hart geändert worden. Im Intro, wo Artorius ja Lafisset hier mit diesen Zaubern hier aufgespießt hat, wegen diesem Ritual. Was er in der originalen japanischen Version gemacht hat, ist sein Schwert, er hat sein Schwert genommen und hat Lafisset damit aufgespießt. Das hat man dann auch gesehen, natürlich. Und ja, da wurde sehr stark zensiert, fand ich jetzt. Ja, wir müssen als nächstes da lang. よし、開いた。今のは。バンエルティア号が近づいている合図だ。急ぐぞ。わかった。とっとと開門を開けるわよ。うん。
weil irgendwie wurde das rausgenommen, weil man es zu brutal fand, irgendwie dass ein Kind aufgespießt worden ist. Aber ob es jetzt durch irgendwie so ein Zauber oder durch ein Schwert gemacht worden ist, das Kind wurde immer noch aufgespießt, also sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied dazwischen, dass das hier geändert wurde. Also hallo, das Kind ist so oder so gestorben. Der Blut hat man auch so oder so gesehen. Also ja, was? Da frage ich mich auch, ob die Anime-Cutscene irgendwie geändert wurde. Weil das gleiche ist ja mit der Mutter von Velvet passiert. Artorius hat ja, glaube ich, auch hier so einen Zauber benutzt und die Mutter aufgespießt. Da frage ich mich, hat man da auch gesehen, wie er mit dem Schwert die aufgeschlitzt hat? Dabei frage ich mich ja immer noch, wieso Velvet und Lafayette, die haben da doch beide gesehen, wie Artorius deren Mutter aufgeschlitzt hat, oder? Haben wir doch in der Intro-Sequenz gesehen. Velvet ist da voll angsteinflößend zu Artorius hingerannt. Und da ist der Mechanismus. Und dann hat man nur gesehen, wie Artorius hier irgendwie die Schwester aufgeschlitzt hat. Wie konnten die danach noch weiterleben, so normal? Als wäre nichts passiert, das verstehe ich irgendwie nicht. なるほどな。 Ich meine, der eigene Bruder hat die eigene Mutter aufgestellt vor den Augen von Velvet und Lafayette. Da kam ja irgendwie, weil die so ein Timeskip, so weil nicht 10 Jahre irgendwie sowas, keine Ahnung. Und oder weniger, weiß ich nicht. Und ja, 10 Jahre waren es garantiert nicht, waren viel weniger. Und denken die haben sich das nur eingebildet oder denken die, das war nur ein Traum oder so? Ich meine, haben die halt nie so hinterfragt, so übrigens, warum hast du unsere Mutter aufgeschlitzt? Und Artorius hat einfach gesagt, nee, habe ich nicht. Und Velvet dann so, ja, okay. Also ja, was ist da passiert? So, hey, das kann ich mir auch nie im Leben leisten. Noch kann ich wohl. Rosa Wangen. Oh. Zeichen für Reinheit der Mädchen, auch bei Jungen. Ja, ich weiß, wen ich das geben werde. Velvet. Ein. Im Kostüm tue ich mich erstmal aus, wenn wir eine komplette Truppe haben. Wenn wir genug Sachen zum Ausrüsten haben. Jetzt wieder so abgeben wie ein Test of Hysteria. Mikleo, nur mit Sonnenbrille. Edna mit Katzenohren. Soray mit Augenklappe. Rose mit Masken. Layla mit Dämonenhorn, Hörnern und so. Wird schon ja auch irgendwie so eine Running Gags hier reinbauen. So. Werde ja schon auch für jeden irgendwas passendes ausrüsten. So, ich vermisse noch irgendwie einen Boss oder so. Oh, war ja klar, du irgendwann noch mal auftauchst. Was zum? Hey, wo ist der Kompass? Muss mich auf den Arm nehmen. Boah, Musik geil. Kampf-Tutorial, okay. Verbrauch von 3 Stufen der Stoßanzeige entfällt. Was? Mystischer Art, oh cool. Der Verbrauch von 3 Stufen der Stoßanzeige entfällt sein ultimatives Art und gewährt eine Seele. Ein Gegner mit einem mystischen Art zu besiegen erhöht auch die Beuterate. Während eine Combo, mein mystischer, oh sehr geil. Nicht irgend so eine kryptische Combo. Was? Okay, drück ich doch. Doch, doch. L2, ne? Na komm, oh ja. Eine verborgene Art. Was? Einmal erlernt, können mystische Arts eingesetzt werden, um Gegner zu zerstören, indem du L2 während einer Kombo mit 3 oder mehr
das A gedrückt hältst. Ja, anscheinend aber nur mit verborgenen Arts, weil Kriegers haben irgendwie nicht geklappt. Ich dachte, sie ignorieren das Combo. Du kannst mit ihnen also Kombos verlängern, sobald das Maximum erreicht ist. Was haben jetzt so bei ihrer Verwendung eine Seele, einen Gegner mit einer mystischen Art zu besiegen, erhöht die Ausdauerrate rate ungemein. War ein bisschen unspektakulär, fand ich. Dann müssen sie irgendwie, weiß ich nicht. Lernfällig gegen Arzt. Ja, was für Arzt? Du hast eine höhere. Du hast eine verdammt niedrige Dingens. Verteidigung, also spam ich wie blöd jetzt meine Dingens. Oh Gott. Hat er ihn verstanden? Dingens Verteidigung. Oh, ich fühlst du das jetzt auch mal am schnellsten auf? Oh, sehr gut. Oh. Kriegst du denn hin? Wir machen bei jedem Treffer oder so. Ich steuere mal Velvet, weil wir mir so gefährlich sind, weil ich die ganze Zeit, ja. Oh ja. Betäubt, Eisen, du hast nicht genug Dinger. Aha. Aua. Ha, Konter. Oh. Ganz klar, ich muss mich links einsetzen. Ha, oh. Du machst mir so anfällig, ging gar nichts. Problem. Nein, aber nicht so gut. Wir bloß weg. Ich finde die Fähigkeit so geil. Ich halt ein nach dem Effekt. Und bekommt er in die ganze Zeit Dinger, ja. Sehr gut. Und alle Charaktere wieder schön hochheilen. Na, war dann. Ah, ich bin auch am Blocken. Das Gefühl, das hat Spiel ein bisschen einfacher als letztens. Noch mal. Aber jetzt kriegt die Seele andauernd zurück. Und niemand hat seinen Miesgrad. Du hast seinen Miesgrad gleich voll. Komm mal her. So, überhaupt eine Miesgrad war es wahrscheinlich nicht meine, ne? Ich dachte irgendwo, nö. Niemand hat eine Miesgrad, ne? Sieht doch mal aus, oder? Tödlicher Schmerz, ja, du hast eine. Was ist da? Schon wieder Velvet, oder? Oh. Oh, das ist der Kompass. Ich frage mich, was als nächstes passiert. ナツキバはゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。まあまあいいプラット。時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる。それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おお。
Anime-Cutscene, oder? Leute, der hat noch einen Kompass. Da. Oh nein, ich frage mich, was als nächstes passiert. Er geht dahin und er greift ihn an, ne? Dann auf den Beinen. Dann breit deine Flügel aus, während du unterfällst. Oh, die sind direkt unter uns gerade. Ja. Oh, der ganze Plan geht wieder im Bach runter. Warum wusste ich es? Warum hat sie ihn überhaupt gerettet, wenn er sowieso darunter gefallen ist? Aber ich sag ja nichts. So, jetzt erlernt ihr eure Mystic Arts. Völliges Chaos, Kata 0 Spalten, Kata 3 Wasserarmer und ein paar Sachen gemeistert, ausgezeichnet. Werde ich eine zufällige Fertigkeit auslösen, die beim Einsatz von Seelenbrecher die Menge an gewonnenen SA erhöht. Ja, die Menge an gewonnenen SA. Okay. Durch ausführende Anzeigen können Charaktere verstecktes Potenzial verschalten und mystische Arts ausführen. Ein Charakter, der ein mystisches Art gelernt hat, kann es durch Drücken von L2 bei 3 oder mehr SA während einer Combo ausführen. Jetzt kann die Combo über ihr Limit hinaus verlängern. Das Auswählen von Seelenbrechern ist der beste Methode, die Beherrschung der SA. Das habe ich auch schon gemerkt. Arts verdienen bei wiederholten Gebrauch Sterne. Die Anzahl von Sternen beim Art beeinflusst die Effizienz von Titelfertigkeiten. Außerdem ist die Menge an SA, die ein Charakter zu Beginn eines Kampfes erhält, direkt proportional zur Gesamtzahl an Sternen bei allen Arts dieses Charakters. Und hat zur Gesamtzahl bei allen Arts dieses Charakters. Okay, nicht schlecht. Das heißt, je mehr Sterne ich habe, desto mehr SA habe ich am Anfang des Kampfes. Das ist immer geil. Oh, amigato! Mazu wa inuchi no onjin ye no kansha ga hoshii na. Iya iya, sawaru na tte itta no ni, taifu ijitte bouhatsu sasetan de shou. そうじゃか。あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい。そんなに大事なの。風、進路を出す。 なら、お前が羅針盤を見ろ。ただし、読み間違えたらサメの餌にするからな。しっかりね。あの、ライフィセットって。名前よ、あんた。 いい名前じゃないか。紛るほどじゃないかな。
海峡を抜けるぞ。進路を取れ。ライフセット。うん。進路はローグレス。Yay. Oh, schön. Okay, wo landen wir denn? Aber genau. Nicht wahrscheinlich, ob wir schon direkt da sind, oder? Ja, Shinsendana. Matomo ni Minato ni tsuketa.坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの、海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分、ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたとか。タイマ氏が管理する監獄島だな。わかった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるせいで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り？最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょ。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ。アイフリードはそこにはいない。なぜそれを？私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだ。Nebengespräch damals。海賊版アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらは王都にあるのかの？うん、王都のローグレス離宮に行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろう。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。Wir sind so eine liebreizende Truppe, ne? Sechsonhafen, Kreuzzug des Handels. So. Ich werde dafür sorgen, dass die Van Eltia startklar ist. So, was haben wir hier? Schönes. Tokorode, Omae tachi no fune da na. Are mo nakama ga norikonde kaimon yousai o nuketa. Uchi no tansakusen toshite tsukawasete morau zo. Suki ni shite. Katte ni notte kita mono da shi. Tansakusen te?探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。見てみしかれげえ、たぶんね。OK。アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には、異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん、世界地図を作るためさ。世界地図。そうだ。The Minami of One Piece。全世界を網羅した地図の完成は、俺たちアイフリード海賊団の役目。Ein anderes ist der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden。バンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで。おほう。夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがない。Ja, ich weiß, das klingt so aufregend, ne?広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにバンエルティア号は足として協力する。
探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし、何より面白そうだ。そうね。運の責任を取らなくていいなら手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。Okay. Expedition. Versuche im Menü Expedition hinzuzufügen. Du kannst nun dein Speerschiff auf Reisen schicken, um die äußeren Meere zu erkunden. Du kannst diese Expedition immer als Befehl entsenden starten. Wählen Befehl entsenden. Wer als nächstes ein zu forschendes Gebiet aus, das ist genau wie bei den Katzen aus Tales of Exilia 2, oder? Die erforschten Gebiete werden von deinem aktuellen Erforschungslevel bestimmt, das oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wähle jetzt das Lamon-Meer aus und beginne mit der Reise. Wo das Schiff entsendet hast, wird auf dem Bildschirm die Zeit bis zur Rückkehr angezeigt. Dann dies deine erste Expedition ist, wird die Mannschaft ihr Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. 5 Sekunden. Din 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 din. What? So, ja, so trocken Fisch. Die Reise ist abgeschlossen. Sehen wir uns das Ergebnis an. Bei der Expedition müssen das Schiff und seine Mannschaft 3 Kämpfe bestehen. Die Anzahl der Siege bestimmt die Menge der erhaltenen Objekte und die Erfahrungspunkte. Auf ihren Entdeckungsreisen finden die Mannschaft manchmal auch spezielle Belohnungen, wie Rezepte, neue Gebiete oder Schätze. Einige Schätze gewähren Expeditionsfertigkeiten, durch die zukünftigen Reisen günstiger verlaufen. Bei Aktivierung verleihen dir diese Fertigkeiten verschiedene Boni, wie zum Beispiel erhöhte Erfahrung oder Vergrößerung der Anzahl gefundenen Schätze. Schicken wir nun Abschluss das Schiff für eine weitere Expedition. Die Expedition läuft. Diesmal wird das Schiff im normalen Tempo zurückkehren. Nutze die Expedition bei deinen Abenteuern zu deinem Vorteil. そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよな。マグロとかブリとかチョウザメとかの。 Steht sich unser Team an, verdammt. Was, verdammt, Magino? Why? Und was ist das für ein Zeichen? Das ist ein Katz, was? Schlitzen, stoßen, platzen lassen. Wer hat das auf ein Spielchen? Später. Gucken wir uns dann erstmal hier um und speichern irgendwo. 風も潮も絶好なのに船を出せないなんて。出航すればいいだろ。いいわけあるか。清流の航海許可が降りてないんだから。許可がいるのか。国は船舶の航路と出入港を厳しく統制している。まるで海を平野門で閉ざすようにな。なるほど。ミッドガント王国は複数の大地、領でなりたそして 領域行きする方法は船しかない。船を抑えれば人や物、情報の流れを全部管理できるってことか。その通り。事実、奴らはボーティガンなんてものまで作り上がった。不自由だが必要なことだ。海にだってゴーマは出る。そしてゴーマに対抗できるのは大魔師様だけなんだから。だとしても気に入らねえな。風と潮以外に 船乗りが従うものがあってたまるか。 Okay. Ob du nun Seemann bist oder Adliger, jeder muss die Regeln befolgen. Das macht mich besonders viel Spaß, aber ist immer noch besser als zu sterben, oder? So, ich würde sagen, wir speichern hier und beenden dann den Part. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, da können wir schon wieder nicht raus, dann schaut doch besser in der nächsten Folge wieder vorbei von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.